Im Dezember 2012 habe ich von einem geplanten Rad- und Fußweg am Wupperufer berichtet. Zwischen der Moritzstraße und dem Robert-Daum-Platz wurde damals ein Teil eines neuen Weges angelegt, der den Arenberg mit der Schwebebahnhaltestelle Robert-Daum-Platz verbinden soll. In den letzten Tagen entstand hier nun ein weiterer Abschnitt des Weges auf dem Gelände der Geferbank. Da der Weg hier über die Stützmauern an der Wupper führt, ist dieser Bereich nicht so komfortabel wie der Teil am Procar-Gelände, aber laut Stadtverwaltung ist der Weg breit genug für Radfahrer und Fußgänger. Wann der Weg freigegeben wird, ist noch nicht bekannt, aber so wie es aktuell aussieht, kann es nicht mehr lange dauern. Vielen Dank übrigens an Michael für den Hinweis. Falls ihr auch ähnliche Hinweise über neue angelegte Radinfrastruktur habt, dann schickt mir noch eine Mail an christoph@talradler.de. Ich würde mich freuen. Thank you.